Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video bei uns auf dem Kanal. Heute die erste Folge vom Märkte und Trends Börsenquiz. Wir hätten uns vielleicht einen anderen Tag auswählen sollen für diese erste Sendung, nachdem die Märkte ein bisschen runtergegangen sind, aber wir dachten, heute werden wir sie dann doch veröffentlichen. Liebe Zuschauer, falls euch unsere Videos, Analysen soweit gefallen, lasst ein Like da. Kommentare zu der Sendung sind gerne gesehen. Gebt uns auch ein bisschen Feedback zu dieser Sendung, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr von unseren Sendungen verpasst. Ich habe bei mir meine beiden Kandidaten, Samir und Andreas vom Märkte und Trends Team. Hallo ihr beiden. Grüß dich, Boris. Grüß dich. Ich stelle euch kurz die Regeln vor. Es gibt 8 Fragen, 4 Antworten, nur eine Antwort ist richtig. Ihr müsst euch einig sein, das heißt, es gibt nur eine Antwort, die ihr mir geben könnt. In Zukunft werde ich auch noch eine Animation hier haben, in der man sieht, welche Frage ihr eingeloggt habt, aber das werden wir dann in Folge 2 oder Folge 3 noch machen. Ihr seid vorbereitet? Ihr kennt die Fragen nicht? Seid bereit? Ich hoffe, ihr habt euch vorher nicht beide abgesprochen, und gegen mich zu spielen. Das wirst du nicht erfahren, Samir. Also, lass uns doch anfangen. Und zwar, hier kommt eure erste Frage. In welchem Jahr fand der berüchtigte Börsencrash Schwarzer Dienstag statt? A. 1927, B. 1929, C. 1931 oder D. 1933? Der schwarze Dienstag. Ich kenne den schwarzen Freitag, aber nicht den schwarzen Dienstag. Nee, es war ein Dienstag. Das war ein Dienstag? Ja. Also kein Freitag. Steht doch da. Ja, dann ist es 1929, dann war es halt nicht der schwarze Freitag. Also 1933 war es definitiv nicht. Das können wir ausschließen. Nein, 27 war es auch nicht. Nein. 31 war es definitiv nicht. Also hier würde ich sagen, eine ganz einfache Frage. Ich hoffe, die werden ein bisschen schwieriger. 1929 definitiv. Und es war ja auch der Dienstag gewesen. Aber der geht in die Geschichte, glaube ich, als Schwarzer Donnerstag, so wie ich es noch in Erinnerung habe. Gut, okay. Antwort B. Ihr hattet recht. Euer erster Punkt. Ja. Na, siehst du mal, wir können auch zusammen eigentlich ganz gut sein. Wir können zusammen. Wir können als Teamwork, genau. Es geht auch als Teamwork. Seid ihr bereit für die zweite Frage? Nein. Yes. Frage Nummer 2. Index der 30 größten börsennotierten Unternehmen in den USA. Nasdaq, Nikkei, Dow Jones Industrial Index oder Dow Jones? Also D kenne ich noch aus den 80er Jahren von Miami Vice. Der hieß ja auch so ähnlich. Nikkei, ja, kommt mal der Sache schon näher, was würdest du sagen? Ja, also ich habe mir auch die Frage etwas schwieriger vorgestellt. Also gut, Nikkei definitiv nicht. Ist Japan, Nasdaq, Technologiebörse 100 oder Composite. Es gibt auch durchaus noch andere gelistete Nasdaq-Indizes, Dow Jones, Industrial Average. Das sind die 30 größten Unternehmen in Amerika, ja. Da habt ihr richtig gelegen. Also die Fragen werden natürlich nicht schwerer werden. Ja, ich glaube, der Boss unterschätzt unser IQ-Wert hier an der Börse. Kann das sein? Absichtlich. Frage Nummer 3. Vorführen. Welches Unternehmen war das erste, das an der New York Stock Exchange gelistet wurde? A. General Electric, B. AT&T, C. Bank of New York oder D. Ford? Oh, das ist jetzt echt eine gute Frage, ja. Welches Unternehmen war das erste, das an der New York Stock Exchange gelistet wurde? Also von der Logik her müsste es eigentlich eine Bank gewesen sein, weil ohne Banken läuft gar nichts. Der Rest ist hinterhergekommen. Nee, ich glaube, die sind tatsächlich später erst gekommen, Andreas. Die Banken, ehrlich? Ja. Auch Goldman Sachs, die sind ja alles, die haben zwar immer existiert, aber relativ später erst an die Börse gekommen. Wenn du das sagst, dann... Also ist das, was ich noch an, was ich drüber weiß. Dann würde ich A nehmen. Ich würde tatsächlich auch eher, also die Banken, also Bank of America, das kam meines Erachtens nach, die gibt es zwar ziemlich lange, die sind aber später erst an die Börse gelistet, AT&T sowieso, relativ spät, Ford ebenfalls. Ja, ich würde tatsächlich eher auf A, General Electric, tendieren. Leider falsch, Andreas hatte recht, es war die Bank of New York. Ja, genau, ohne Banken läuft ja gar nichts. Du musst ja erstmal die Grundlage legen. Bank of New York, wer ist die Logik? Hätte ich nicht gedacht, ja. Ich weiß von Goldman Sachs und... Nee, JP Morgan, so rum, ja. Die wurden später, okay, aber habe ich mich getäuscht. Frage Nummer 4. Was führte im Jahr 2000 zu erheblichen Verlusten an den Aktienmärkten? Internetblase, Immobilienkredite, Finanzkrise oder Ölkrise? Tja. Haben wir vorhin noch als Thema gehabt. Ne? So alt sind wir schon, wir zwei, dass wir das also noch in Erinnerung haben. War im Übrigen auch, also der neue Markt war ja auch mein erster Berührungspunkt, wo ich ja letztendlich mit der Börse Berührung hatte. Deswegen bin ich in diesem Thema hautnah auch live dabei gewesen, also live und in Farbe. Für mich eigentlich eindeutig die Antwort. Du kennst sie?
Ja, ich kenne sie. Und meine Blase endet da schon etwas früher. Ich war da schon ein bisschen schneller. Ja, aber es ist die Internetblase, richtig. Ja, dort kommt Zeit, ja. Habt ihr recht. Frage Nummer 5. In welchem Jahr wurde der S&P 500 Index erstmal berechnet und veröffentlicht? A. 1923, B. 1941, C. 1957 oder D. 1964? Echt schwierig. Ich weiß es ad hoc nicht. Also ich vermute... Also 1923 finde ich zu früh. Das glaube ich noch nicht, dass das schon so weit war. 64 ist definitiv zu spät. Ich weiß, dass der FAZ-Index, also der Vorläufer vom DAX, 1957 angefangen hat zu existieren. Und da die Deutschen ja immer etwas hinter den Amis hinterher rühren, würde ich eher einen von den ersten beiden Terminen nehmen. Also 64, 57 nicht, aber 41 mitten im Krieg ist auch sehr unwahrscheinlich. Genau, Dow Jones ist auf jeden Fall länger mit dabei. Passt eigentlich fast schon 23. Weil sie da genügend Werte wahrscheinlich schon hatten, um so einen Index zu machen in den USA. Das kann ich mir gut vorstellen. S&P das erste Mal berechnet und veröffentlicht. Veröffentlicht. Das ist ja immer noch ein Unterschied. Was würdest du eher tendieren? Also einen von den beiden ersten Terminen A oder B, ja. Weil C und D ist mir zu spät, definitiv. Also ich bin auch eher bei A oder B, also 64 glaube ich auch nicht. Ich kann mir sogar 23 deshalb vorstellen, weil wir ja dann die große Hoss gekriegt haben, also bis 1929. Ihr müsst euch jetzt entscheiden. War der S&P 500 da? Ich glaub, ja, also dass es dann schon 500 Unternehmen gehabt haben, die also einen Index ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Also 23 oder 41, also ich würde 41 weniger, weil das mitten im Krieg gewesen ist. 23, ne? Das ja, würde ich schon sagen. Ich würde auch sagen 23. Wobei, veröffentlicht, ne? Es kann sein, dass er da war, aber es geht um die Veröffentlichung. Das ist ein Unterschied. Erstmals berechnet und veröffentlicht worden. Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Was sagst du? 23. Ich sage auch 23. Die Antwort wäre C gewesen, 1957. Ach ja, echt? Also, das hätte ich nicht gedacht. Mit dem FAZ-Index gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. Nicht. Veröffentlicht. Also er hat wahrscheinlich, wie ich sagte, ja, das ist halt die Frage. Frage Nummer 6. Welcher Börsencrash wird oft als Beginn der großen Depression angesehen? Crash von 1907, 1929, 1987 oder von 2008? Das ist eigentlich die gleiche Frage wie vorhin, ne? Ja, ja. Also B, logischerweise. Ja. Hat sich nichts geändert. Ja. Ihr habt recht. Große Depression, ja. Frage Nummer 7. Welcher berühmte Investor prägte das Konzept des Contrarian Investing? Benjamin Graham, Peter Lynch, John Templeton oder Philip Fisher? Also Peter Lynch ist es nicht meines Erachtens nach. Philip Fisher sagt mir nichts. John Templeton sagt mir was. Ich würde sagen Graham. Ja. Ich würde eher Benjamin Graham, ja. Also A oder C. Ich würde aber auch tatsächlich... Ich würde eher den A nehmen. Contrarian Investing. Benjamin, das ist ja das, eigentlich das antizyklische. Ja. Er hat ja genau diesen Ansatz. Templeton ist ja ein Fonds-Investor, der wird das nicht machen. Das denke ich mir nicht. Die sind ja große Fonds. Der geht. Templeton nicht, ist ja, glaube ich, Fidelity, wenn ich mich nicht täusche. Ja, der geht ganz sicher nicht Contrarian. Nee, also das glaube ich. Genau, das ist eine große. Also ich würde auch, weil Warren Buffett letztendlich ja genau diesen, diesen Ansatz ja verfolgt. Praktisch die Euphorie zu vermeiden und die Panik eher zu nutzen. Das ist ja praktisch dieses antizyklische Investieren. Also die Panik zu kaufen und die Euphorie zu vermeiden. Ich würde tatsächlich auch eure Antwort A tendieren. Ja, ja. Antwort A ist richtig. Ja. Nee? Ein bisschen was wissen. Ein bisschen was wissen. Du, eine Frage falsch beantwortet, immerhin, ja. Frage Nummer 8. Wer ist bekannt für die Stabilisierung der Märkte während des Börsencrashs von 1987, Schwarzer Montag? Alan Greenspan, Ben Bernanke, Janet Yellen oder Paul Volcker? Ja. Das waren alles Notenbankpräsidenten, aber es kommt nur in Frage. Paul Volcker war ja derjenige, der sehr aggressiv die Inflation ja bekämpft hat mit massiven Zinsanhebungen. Janet Yellen, heutige Finanzministerin, damalig auch Notenbankchefin gewesen, kürzlich.
Ben Bernanke war... Der Helikopter-Man. Genau. Das Helikoptergeld, der eigentlich die Inflation anfachen wollte. Und hat er den Vorschlag gebracht, Geld praktisch über New York zu kippen, damit jeder Geld hat und der Konsum damit angefacht wird, weil man in einer sogenannten, ja nicht Deflation, aber die Inflation war einfach zu niedrig gewesen. Von daher, ja, habe ich auch Haut live miterlebt. Notenbankzeit, das war mit einer der spannendsten Krimis, die immer stattgefunden haben, wenn der Notenbank oder der damalige Notenbankchef, der lebt glaube ich auch noch heute, ne? Alan Greenspan. Der müsste noch leben. Der müsste auch schon knapp 100 Jahre alt sein. Also habt ihr euch für eine Antwort entschieden? Was ja, sagst du? Alan Greenspan, ohne ja, Frage. Oh. Eindeutig, ja. Da habt ihr recht. Ihr habt es geschafft, alle Fragen soweit zu beantworten, bis auf eine, die war falsch. Waren sie für euch zu einfach, zu schwer? Das waren, ich glaube, zwei falsch. Nur zwei waren falsch. Ja. Zwei waren falsch. Also S&P war falsch und... Die Bank of New York. Genau. Waren euch die Fragen zu schwer, zu einfach? Liebe Zuschauer, was sagt ihr? Waren die Fragen zu einfach für Sami und Andreas? Soll ich da noch ein paar schwerere auspacken? Und nochmal kurz zur Information, die beiden sehen die Fragen davor nicht. Wie war es für euch? Zu einfach? Ja, das war noch okay. Ja, das war... Also sonst würden wir wahrscheinlich tagelang davor sitzen, wenn du jetzt noch anfängst zu sagen, wer hat den letzten Börsennamen geschwungen oder sonst was in der Richtung. Also ich werde mir noch ein paar schwere ausdenken für die nächste Folge. Na gut. Die Stufen sollten schon so, glaube ich, zwei oder drei Mal höher angesetzt werden. Ja, das war, glaube ich, also in Klammern für Andreas und für mich, auch wenn wir zwei falsch gemacht haben, aber das kleine 1x1. Zum Warmlaufen. Zum Warmlaufen, ja. Pro falsche Frage ein 100 auf den Tisch, gell? Und bei richtigen 1.000 auf dem Tisch. Gut, ja, aus der Firmenkasse. Ich muss aber erst noch in die Türkei fahren für die türkische Entwicklung. Schubkarre voller Geld. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei meinen heutigen Kandidaten für diese Börsenquizshow von Märkte und Trends. Wir hoffen, dass euch solche Videos genauso gefallen wie unsere anderen. Lasst uns doch eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Und wir würden sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Yeah, no.